Wir kommen heute mal wieder zu einer Runde angeschaut und ausprobiert. Anders ist dieses Mal wieder ein Free-to-Play-Wochenende von einem Online-Spiel. Ihr seht schon, Black Desert Online ist dieses Wochenende bei Steam kostenfrei zu spielen. Und deswegen werde ich mir einfach mal anschauen, wie die Kämpfe funktionieren, wie das Crafting funktioniert und wie motivierend das Ganze ist. Also, auf ins Spiel und den ersten Charakter angelegt. Familienname-Einstellungen. Ein Name, den sich die Charaktere teilen. Er ist für alle Spieler stets sichtbar. Okay, er ist für andere. Kann nicht geändert werden. Na, das ist ja. So, ein Name. Einzelweltesystem. Black Desert spielt in einer einzigen Welt. Ihr könnt einen beliebigen Server wählen und die nach Belieben wechseln. Also ich habe den Server für Europa gewählt. Genau, hier steht ja schon EU World. Achso, und hier sind noch zig andere. Okay, mal gucken. Alle Server derselben Servergruppe nutzen denselben Server-Chat. Okay. Was sind die Olivia Extra EP-Server? Eigenes Server für neue und wiederkehrende Abenteuer. Ihr könnt ab Stufe 30 100% zusätzliche EP auf dem Olivia-Server erhalten. Okay, dann kann ich die eh nicht spielen. Ihr könnt auf dem Olivia-Server bis zu Stufe 58,99% erreichen. Wenn ihr einen extra EP-Server wählt, könnt ihr trotzdem andere Servergruppen benutzen. Wiederkehrende Abenteurer können die Olivia-Server nur nutzen, wenn sie vorher für mindestens 30 Tage inaktiv waren. Okay, danach können sie diese für 30 Tage nach dem Wiedereinloggen nutzen. Als wiederkehrende Abenteuer gelten Spieler, die sich nach mindestens 30 Tagen Inaktivität wieder ins Spiel einloggen. Das heißt, damit man dann wieder anschließen kann. PvP-Server. Beim erzwungenen PvP erfolgt keine Bestrafung. Wenn ihr allerdings mit negativem Karma den PvP-Server betretet, sind alle Nachteile aktiv, die auch auf den anderen Servern gelten. Durch Angriff auf andere Charaktere wird kein Karma abgezogen. Wie auch auf den anderen Servern kann erzwungenes PvP erst ab Stufe 50 aktiviert werden. Na gut. Erbungs- und Postenkriege. Ja, das wird wahrscheinlich jetzt nicht so relevant sein, weil so lange werde ich das nicht ausprobieren. Media 6. Hauptserver keiner. Und das ist die Belastung. Na, mal gucken, ob ich den Olivia 1 benutzen kann. Erst ab Stufe 30 kann ich 100 EP bekommen, also wird wahrscheinlich keinen großen Unterschied machen, aber zumindest sollte da ja dann wenigstens einiges los sein. Okay, die Einzelser scheinen generell ein bisschen stärker belastet zu sein. Also mal gucken, wie viel in der Welt tatsächlich los ist. Kriege ich irgendwo mehr Infos über die Klasse? Nur das Kleine hier unten. Geschickte menschliche Kämpfer mit herausragenden Fähigkeiten im Angriff und Verteidigung. Okay, auf jeden Fall will ich irgendwas mit Magie spielen. Elfische Fernkämpfer, deren Bögen nur selten ihr Ziel verfehlen. Okay, Bogen wäre auch nicht schlecht. Ja. Schwarzmagie. Nah- und Fernkampf. Einen Riesen. Kann ich irgendwie ein bisschen rauszoomen? Der scheint mir ein bisschen alles zu groß dargestellt. Okay, die hat irgendwas mit Tieren zu tun. Die Hauptwaffe spielt die Aufgaben der einzelnen Klasse wieder, die verschiedenen Talente der Hauptwaffe auf möglicherweise verschiedene Kampfsituationen zu reagieren. Erweckungswaffe kann erst nach dem Absolvieren der Erweckungsquest. Naja, die werde ich dann eh nicht erreichen. So, also Magier. Sorgfalt in brenzligen Situationen ist ihr Markenzeichen. Gewaltige Magieangriffe sind dabei jedoch verwundbar. Mystik. Ja! Waffenlose Kämpferin. Oh, nee. Ja. Tja. Also start nochmal ganz klassisch mit einem Magier. Frisur. Die haben alle solche Muschelköpfe. Vorhang hoch, Vorhang runter. Ha. Also, keine Haare. Und die Grundfarbe lässt sich aber dann nicht beeinflussen, auch nicht für die Augenbrauen. Vielleicht noch die Augenfarbe. Sternchen.
Katzenaugen. Kalte Augen. Glühende rote Augen. Könnte ich mich mit den Vampiren anfreunden? Am Lachen soll ich die Stimmen unterscheiden? Na. Kleidung, na endlich. Helm anzeigen, nein. So, jetzt ist noch das Wetter. Hat das Sternzeichen irgendeine Bedeutung? Ah, okay, es hat noch eine Zuordnung. Verträumt, ehrgeizig, flink, beharrlich, geduldig, sanft. Wohlstand und Ruhm, adlig, empfindlich, einfühlsam, gesellig. Hm. Schlicht, aufrichtig, bewandert, Genie oder Wahnsinn? Hey, das klingt gut. Ehrenhaft, treu, stummsinnig, engagiert. Nimmt die Zügel in die Hand, im Reichtum geboren, geschätzt, selbstsüchtig. Nee. Vorsicht, exzentrisch? Nein. Sprachkundig, starker Glaube? Nein. Konzentriert, wissensdurstig, entspannt, entschlossen. Das klingt auch gut. Tapfer, konservativ? Nein. Genießt Kunst, optimistisch? Nein. Logisch, diszipliniert, systematisch. Hm. Vertraut, ehrgeizig, flink. So, also, entweder Eule, aber schlicht, nee. Logisch diszipliniert, Schild oder Schlüssel. Konzentriert, wissensdurstig, entspannt, entschlossen. Also, Schild oder Schlüssel. Nehmen wir Schlüssel. So, jetzt brauche ich nochmal einen neuen Namen. Also, ja. Jetzt hat er immer noch die Pose, aber keinen Zauberstab mehr. Also dann auf mit dem ersten in Spiel. Schritt 1. Bildschirmvibrationseffekte konfigurieren. Regelt die Kampfdynamik. Dadurch werden die Effekte von Angriffen in verschiedenen Situationen intensiviert. Intensive Effekte können zur Benommenheit und Ermüdung der Augen führen. Hätte die visuellen Effekte während der Kamerabewegung. Dadurch werden die Effekte von Charakter, Talenten und Bewegung intensiviert. Wähle, wie dich die Navigation im Spiel leiten soll. Keine Hilfslinien, nur die Richtung zum Ziel wird angezeigt. Pfeile. Eine Linie aus Pfeilen am Boden zeigt die Richtung zum Ziel an. Hm. Schimmerndes Licht. Eine Linie aus schwimmendem Licht zeigt den Weg zum Ziel an. Oder eine wegweisende Fee. Hm. Ich denke, eine einfache Hilfe reicht mir da absolut aus. Grafikeinstellungen. Hoch. Außerdem habe ich die schon angepasst. Ich hoffe nicht, dass die jetzt alle überschrieben werden. Also jetzt wird noch geladen und dann kann ich nachher ohne Ladebildschirm rumlaufen. Mal schauen. Naru is the central city of trading. Back when ships from Valencia would anchor in Naru, children would greet the merchants and fireworks would light the skies. Naru was a thriving city of sailors and merchants, and crowded areas were guarded by mercenaries. Little did they know what had arrived. Could any of these people know of the Elysian Stone? It is the mythical stone of the ancient civilization, but the dark power it possesses has been hidden by that very civilization. At last, the Elysian was uncovered. A mysterious black smoke rose up over the ridge. It seemed to know exactly where it was headed. To Gomanaru. The Elysian Stone reverberated. People started to disappear all across Gomanaru. In the end, there was no one left, and that day was soon forgotten. Oh.
Okay, was auch immer du bist. Mal den Mauszeiger an. Okay. Gut gemacht. Ich muss euch noch was zeigen. Minimap. Ja genau, Minikarte. Versorgungskiste. Eine Versorgungskiste. Vielleicht findet ihr etwas Nützliches. Na dann find doch mal was Nützliches. Einige Getränke für Anfänger gefunden. Super. Verabschieden von einer Kiste. Okay. Inventar. Das glänzende Ding in eurem Inventar ist ein Trank. Rechte Maustaste, um den Trank zu verwenden. Okay, das muss ich jetzt aber nicht machen, oder? Ach komm, warum soll ich denn den Trank jetzt verschwenden? Noch einen. Okay, komm. Menschen wollen immer, dass andere die Drecksarbeit für sie erledigen. Schwarzgeist. Alle Quests. Vorschläge, Wiederholung, Hauptquest. Trefft Arkan. Seid ihr jetzt wach? Ich bin froh, dass ihr wach seid. Ihr seid immer mein Freund gewesen. Ihr erinnert euch sicher nicht. Aber es wird euch bald wieder einfallen. Wir beide haben eindeutig ein Ziel. Hier in der Nähe gibt es eine Steinkammer im Untergrund. Das ist das erste Ziel. Na gut. Questbelohnung. Silbermünzen. Okay, der Unterschied ist, dass ich dann selber rausfinden muss, wo die Wege sind. Was ja jetzt auch kein großes Problem ist. Handelsaufsicht. Die Preise der Produkte, mit denen jeder leicht handeln kann, sinken. This is Ovia. Gespräch, 2 von 3. Nicht genug Wissen, um ein Gespräch zu beginnen. Interessen, Dorfbewohner aus Olivia. Erforderliches Wissen, 0 von 5. Aha, was auch immer das bedeutet. Handel. Gemischtwaren, Luxusgüter, Bergkäse. Wow. 80% Marktpreis. Das heißt, die Linie da ist 100% oder wie? Es könnte einige gemacht, das eine andere Region anzusehen. Möchtet ihr fortfahren? Nein. Wie viel Energie habe ich denn? Ihr habt neues Wissen erhalten. Lolli. Kriege ich da jetzt ständig solche komischen Dinger angezeigt? Die will ich aber überhaupt nicht sehen. Kann ich das irgendwie einstellen? Ach je. Optionen, das hatten wir schon. Um 10 Uhr gewinnen Monster an Wildheit. Aber sie geben euch auch mehr XP. Okay. Ah, der Navigationshilfe. Okay, da kann ich das auch jederzeit umstellen. Systembenachrichtigen Ausschaltung. Da ist es doch schon. Das sehen wir jetzt von der anderen, er hat den Gegenstand aus, Gegenstandsnamen und Herkunft. Ja. So, Arbeitstalentstufen anderer Spieler aus. Ja. Marie, was habe ich denn da jetzt angeschaltet? Ach, das ist jetzt diese Ringdarstellung. Okay, die Ringdarstellung bitte wieder ausschalten. So, was ist das da? Neue Geschichte, Lolli. Lolli ist die Herr Handelsaufsicht von Olivia. Man sieht es hier nicht an, aber sie ist eine gewiefte Händlerin. So, was hat's mit dir auf sich? Isn't it really quiet here?
Are you an adventurer? Marktplatzliste. Kaiserliche Herstellungslieferung. Handelswaren, Medikamente. Das heißt, die kann ich dann abgeben. Die Liefermenge 0 von 0. Naja, gucken wir mal später wieder hin. Und wieder ein neues Wissen erhalten. Verwalter der kaiserlichen Herstellung in Olivia. Okay, also machen wir erstmal das mit der Quest weiter. Take a look at this fragrant potion. Also seht euch einmal unsere wohlriechenden Regenerationstränke an. Ich habe eine Menge Produkte in meinem Sortiment, die aus feinsten Kräutern hergestellt wurden. I have some great stuff made of high quality herbs. Okay. An adventurer. Nice to meet you. I'm Arcan. Ihr habt jetzt eure zweite Schwarzgeist-Quest. Sucht die Führungslinie auf dem Bildschirm, um bunt NPC zu treffen. Super. Automatisches Laufen. Muss ich mir nicht mal selbst bemühen, irgendwo hinzukommen. Who the hell is Commander Croxus anyway? Did he get promoted to Commander by breaking bottles? Isn't this just an excuse to drink more? We all have a strong attachment to this town. We should be the ones to defend our own land. Mit den Dingen, die ihr bereits wisstet, wird auf zu planen, gehen wir zum Training. Ja, all of us vigilantes look up to Croxus. Status der Interessenbegeisterung. Ihr könnt Dorfbewohner aus Olivia. Das heißt, soll ich mit den ganzen Leuten sprechen, damit ich sie kennenlerne? Die Bürgerwehr wacht über Olivia, während das Talente erlernen. Nicht genug Wissen, um ein Gespräch zu beginnen. Erfordert Interessen Dorfbewohner Olivia. Erforderliche Wissen 1 von 6. Schritt 1, drückt Tab oder die linke Maustaste, um den Kampfmodus zu aktivieren. Drückt die linke Maustaste, um anzugreifen. Gewitterschlag, Shift, rechte Maustaste. Okay. Und Dolchstich, F, verwendet dieses Talent. Wendet die folgenden Talente hintereinander. Magischer Ball und... Wieso jetzt S? Okay. Gut. So richtig spannend ist es aber so in der Form nicht, wenn ich da durch solche Anleitungen durchgeleitet werde. Okay. Also, was krabbelt da im Gras? Besiegt die Graskäfer. Gut. Also, hier gibt's Käfer. Na dann. Okay, der Lebensbalken geht nicht runter, sondern er verfärbt sich. Also über mir muss ich jetzt eigentlich keinen Lebensbalken extra haben. Ja. Erlingtes Wissen über die Wiesel bei Olivia, ja.
Indem ihr eines besiegt, tötet einen Wiesel, um Wissen zu über es zu erlangen. Empfohlene Stufe 5. Wenn ihr das Wissen bereits besitzt, wird die Quest automatisch abgeschlossen. Neue Quest, Forschung und Nachsinnen. Alles klar. Okay, was habe ich jetzt da oben? Ich bin schon Stufe 6 jetzt. Er kam aus Florin, um mit Tränken ein wenig bare Münze zu machen. Band unter Anleitung von Kurs konnte Jungian erkannt es Kampfkünste und Graskäfer. Wie ein gewöhnlicher Käfer, doch aus allen möglichen Grassorten wachsen auf ihrem Rücken. Mal ein bisschen von den Texten vermeiden, damit es mal ein bisschen Immersion überhaupt möglich ist. Sonst klappt das doch nie und nimmer. Der Zugewinn an Wissen vereinfacht den Kampf gegen Graskäfer. Diese Spezies sieht wie ein gewöhnlicher Käfer aus, doch alle möglichen Grasen wachsen auf ihrem Rücken. Das hatte ich doch schon. Ach, das wird jedes... Hä? Das ist doch keine neue Geschichte. Ach so, deswegen habe ich da bloß die Balken gesehen. Wiesel mögen gerne Obst, vor allem Trauben. Flüssigkeitssammler, Schlachtermesser erfordert. Was? Ich brauche erst eine bestimmte Ausrüstung. Hauptquests. Wahnsinn. Das ist ja nicht sinnvoll, dass mir hier schon die ganzen Unmengen an Quests angezeigt werden. Versteckt hier jetzt die Wiesel? Es ist einfach zu sehen, wie stark sie sind, oder? Ach so, versteht ihr jetzt die Wiesel? Ach so. Okay. Und weitere Wiesel. Okay. Die Frage ist, wie lange muss ich mit so einem Vieh kämpfen, bis ich alles Wissen, was möglich ist, erlangt habe? Ah, ich kann die Wildkräuter schon mal einsammeln. Cool. Ein neues Talent kann erlernt werden. Dann kann ich einfach hier in der Wiese rumlaufen und schon mal Zeug einsammeln. So soll es sein. Aber es sind trotz unterschiedlicher Büsche alles die gleichen Wildkräuter. Also im Moment wird mir nur der Balken angezeigt. Aber reicht das schon für die Lebenspunkte? Anscheinend. Flüssigsammler, Schlachtermesser, Gerbermesser erforderlich. Ja, wo kriege ich das jetzt her? Verschiedene Kräuter können auf dem Feld durch Sammeln mit bloßen Händen von Wildkräutern beschafft werden. Die Kräuterart richtet sich dabei nach der Art der Wildkräuter. Sammelbar, Aurora-Kraut, Silberazele, Feuerblume, Trocken- und Ewigkraut. Wiesel mögen gerne... Oh, ja, das hatte ich schon. Oh, da kann ich auch gleich die Steine abernten. Oder einsammeln. Also wieder mit Schwarzgeist sprechen. Es ist beschwerlich, einen Gegner zu kämpfen, dessen Grenze ihr nicht kennt. Wenn ihr wissen wollt, wie viele ein Gegner aushält, müsst ihr das Wissen über ihn erlangen. Gut. Nein, Mana. Ja. Okay. Seht ihr diese seltsame Kreatur mit den schläfrigen Augen? Alles klar. Ich sehe sie zwar nicht, aber gucken wir mal. Okay, diese hellen Punkte sind dann meine Zielobjekte. Nee, das sind eher andere Personen. Das ist ein Zielobjekt, also ein Fuchs. Ah, das heißt, deswegen sehe ich dann nicht, wie viel Leben der noch hat, sondern es verfärbt sich nur ein bisschen.
Was ist denn da jetzt drin? Gesprungener Fang. Okay, und das andere kann ich nicht machen, solange ich nicht diese Gerbermesser habe. Die ganzen Meldungen sind ja auch ziemlich störend. So, das sind wieder Graskäfer. Da hinten ist bestimmt noch eins. Also die orangen Punkte sind die bevorzugten Sachen im Moment. Ein Wiesel? Nee. Ein Fuchs. Oh, was war denn damit dabei? Ein Fuchsfell. Ah ja, hoch und tief. Das sind dann die unterschiedlichen Marktpreise. Nein. Das könnten wir uns ansehen. Dann teilen wir eine Lektion. Also, als nächstes dann die Wölfe. Ja, da kann man derweil einen Kaffee trinken gehen, während der von alleine läuft. So nett diese Autofunktionen irgendwie sind, aber so ganz optimal finde ich die nicht. Außerdem laufen hier ja überall schon Wölfe rum. Was habe ich denn da oben Neues? Wahl gesichtet. Videoanleitung in Black Deserts. Okay. NPCs. Die Weg findest du nächsten NPC von Kadriben oder aktiviert. Arbeiter. Okay, der Fuchs. Mündung des Flusses Baleron. Balenos. Ein Ort, an dem viele der Seitennamen des Demi-Flusses in das Balenos-Meer münden. Okay, mit Kobolden. Man läuft nie vor Menschen davon und greift alles an, was zwei Beine hat. Na prima. Da hinten ist noch einer. Du bist doch auch ein Wolf. Warum greifst du denn nicht an? Okay, Schwarzgeist, was jetzt? Okay, also als nächstes die Kobolde. Gibt nicht auch irgendwas anderes? Talentpunkte. Punkte, die benötigt werden, um ein Talent zu erlernen. Sie können durch diverse Aktionen erhalten werden, beispielsweise durch das Töten von Monstern, durch Quests oder durch Arbeiten. Energiepunkte werden durch verschiedene Interaktionen verbraucht und regenerieren automatisch alle 3 Minuten um 1 Punkt. Okay. Beitragspunkte. Beitragspunkte werden benötigt, um in Posten zu investieren, Gegenstände auszuleihen oder Häuser zu mieten. Sie können jederzeit rückerstattet werden. Ab 400 Beitragspunkte benötigt ihr weitaus mehr Beitrags-EP pro Beitragspunkt. Kein Nutzungsprotokoll. Oh, so viel Zeug. Sammeln. Mit höherer Stufe wird die Haltbarkeit eurer Sammelwerkzeuge langsamer genutzt. So, die Bade gesehen, das ist mir egal. Voice Chat aus, gut. Dann gehen wir jetzt erstmal dahin zurück. Und dass ich mir die Materialien dann besser beschaffen kann. Okay, das heißt, ich bin jetzt von da aus auf dem Weg zurückzulaufen. Das heißt aber, ich könnte auch einfach querfeld einlaufen. Und dann kann ich mich in der Zeit mit anderen Sachen beschäftigen. Okay, der Teuschelwald. Questzusammenfassung. Besiegt Koboldsoldaten. Okay, das ist das, was ich dann als nächstes mache. Das ist die Mündung. Gildenmeister. Das heißt, die haben da eine Gilde errichtet. Das ist Olivia. Achso, das sind Häuser, die dann angemietet werden können. 3 Beitragspunkte. Republik Zafalolon. Ja, das erschlägt mich erstmal ein bisschen, was da jetzt das alles für Sachen sind,
die ich dann erstmal irgendwie einordnen muss. Und die Wohnsitze sind ja wahrscheinlich instanziert. Okay, wir sind zurück. Also. Do you need a worker? You've come to the right place. I manage all the workers in town. Okay, damit habe ich den nächsten Dorfbewohner. Freundschaft 1. Die Freundschaftsstufe von euch und eurem Gesprächspartner. Einige Interessen verleihen der Freundschaft durch Belohnung Ausdruck. Wissen, Tor von Plurin, nicht im Besitz. Okay, das heißt, erst wenn ich mit den verschiedenen gesprochen habe, kann ich dann auch mit denen Gespräche führen. Erforderliche Beitragspunkte 1, Beitragspunkt 0. Gegenstandsverleih. Ihr könnt eure Beitragspunkte verwenden, um von bestimmten NPCs Gegenständen auszuleihen. Ah ja. Arbeitervertrag. Es kostet 5 Energie, um einen Arbeiter anzuheuern. Nee. Arbeitermarkt. Erfahrener Menschenarbeiter. Das heißt, ich kann die dann für mich schuften lassen. Oder beziehungsweise sind das dann andere Spieler? In dem Gebiet kann kein Arbeiter registriert werden. Okay. Und das sind die Stufen. Na gut, aber das heißt, hier bekomme ich nicht das, was ich eigentlich gesucht habe. Und zwar Werkzeug. Was bringt es mir denn, den zu grüßen? Aha. Damit kann ich meine Kraft verschlechtern und meine Freundschaftssachen verbessern. Okay, also das ist auf jeden Fall nicht das, was ich gesucht habe. Dann werde ich jetzt mal noch ein bisschen hier rumlaufen und mit ein paar anderen sprechen. Mit dem Schmied zum Beispiel. Ja, spring einfach runter. Also. You, you're a new face. Do you want to have a drink? Laden. Oh je. Ja, die anderen Sachen sind ganz schön teuer. Unkraut, super. Besonders gut habe ich ja noch nicht geerntet dann. Nur ein nutzloses Unkraut. Ihr könnt es günstig an Händler verkaufen. Na prima. Und wo wähle ich jetzt aus, wie viele? Ihr könnt mehr Geld verdienen, wenn ihr sie am Marktplatz verkauft. Okay. Also der zahlt mir nur 10 und am Markt bekomme ich zwischen 622 und 510. Na gut. Bei denen aber nicht. Okay, einfach rechtsklick und dann kann ich es verkaufen. Fußball kann ich auch besser verkaufen. Das kann ich nicht besser verkaufen. I never remember anything that happened the day before. Ist denn irgendwas beschädigt? Oh, 44 von 50. Wie viel kostet da die Reparatur? Okay. Sonst habe ich noch nicht allzu viel hier drin. Also dann mal weiterschauen, wo ich jetzt hier noch Leute finde zum Reden. Da hinten ist zum Beispiel jemand. Hallo. Habt ihr hierzu für eine Halbbestie gesehen? How about a bottle of herbal potion? I heard. Also du hast die Getränke. If you can tame a horse on the first move, you must be a natural horse whisperer. Wieso habe ich jetzt immer noch erst zwei von denen? Ein Reittierschein habe ich nicht. Also den habe ich schon gesprochen. Curtis, Bionier und Nomir Corp. That kid's form is pathetic. You're gonna put your shoulders out if you keep swinging like that.
In combat, being able to wield a sword for a long time is crucial. Fight with skill, not force. That's 580! 579. Knock it down 1,000 times, and I'll let you touch my sword. Okay, don't forget your promise later. You doubt me? Ja, super. Your name's not important. I'm just going to call you Little Hero. Okay. Teleportieren. Geistesstärkung. Nutzt magische Energie, um den Nutzerblitzschild innerhalb der Reichweite zu teleportieren. Was hat es denn mit den Stabattacken auf sich? Mit linker und rechter Maustaste. Oder schießt, wenn linke oder rechte Maustaste losgelassen werden. Schwebt? Oh, sie hat eine Levitationszauber aktiv. Materialhändler. You need a lumbering axe to cut down trees. Werkzeuge. Quests. Eine Katze in einer Lampe. Es ist Fastenzeit. Findet mein kleines Kätzchen. Gut. Also kann ich schon andere Quests machen, als nur die von dem Schwarz-Dingsbums. So. Also hier kann ich jetzt die Hilfsmittel kaufen. So, eine Axt braucht, Spitzhacke brauchte ich vorhin, um die Steine abzubauen. Gerbermesser. Spitzhacke. Ist natürlich die Frage, wie lange die halten. Nicht reparierbar. Haltbarkeit 10. Na, da bin ich ja mal gespannt, wie lange das funktioniert. 1, 2. Die füllen jeweils 1 Slot und sind nicht stapelbar. Na super. Okay, Angelrute erstmal noch nicht. Schlachtermesser. Fleisch toter Tiere. Mit dem Haut toter Tiere eingesammelt werden kann. Okay, das ist Fleisch. Das ist Flüssigkeitensammler. So, dann noch die Schaufel. So. Sadie. Und ich soll deine Katze finden. Natürlich. Was ist das? Unter einem aktuellen Beitragspunkt könnt ihr ein Haus kaufen. Ah ja. Die Punkte können in Erkundungsposten investiert, um eure Handelsroute zu erweitern. Das ist mir noch zu früh. Would you like to try some of my butter grilled potatoes? Da kann ich bei dir kochen lernen, ne? One serving. Does it seem like too much? Ja, Zutaten und was auch immer ich dann noch brauche. Ein Werkzeug, das für das Kochen verwendet wird. Super. Aber 1000 Silber ist mir dafür im Moment zu teuer. This is Alvia. Goblins are smart. If you underestimate them, you'll be sorry. Bedingung: Interesse von Baldur's zweimal nicht erwecken. Oh, okay. Ihr weckt vermutlich kein Interesse, wenn eure Interessenstufe niedriger ist. Gesprächsthemen wählen. 4 oder mehr müssen ausgewählt werden. Was? Also ich kann mit dem jetzt schon über die Leute sprechen. Bedingung: Interesse von Baldur's zweimal nicht erwecken. So, aber die anderen sind viel zu spannend für ihn. Das heißt, ich brauche noch die anderen, damit ich mit dem dann vernünftig sprechen kann. I got this necklace in Medea when I was young. Maybe this necklace is the cause of my granddaughter's nightmares. If you really need it, I'd be happy to give it to you. That would be a great help. I'm too old to care about this kind of thing anymore, you know. Here you are. Oh, thank you so much.
will do everything possible to find the source of your granddaughter's nightmares. Please, seek out Princess Durette and her investigation team at the Ancient Stone Chamber. You're a new face. Are you from abroad? You can count on Eden. Don't worry. Oh. The past doesn't tell us anything about the future. Follow the wise. Okay, das heißt, sie sprechen noch nicht mit mir. Ah, da sind noch mehr. If you have business here, why don't you talk to Grandpa Mills? Are you really an expert? You don't look like one to me. I've investigated ruins across the continent. Ancient artifacts are my forte. Everybody says they're an expert. Could you have done all that by yourself? Not by myself. I'm not working! I'm with an ancient language expert and some quality excavators. You stand before Princess Durette. You must mind your... Please understand that it's hard to trust you given the magnitude of the task before us. Return where you came from. All right, then. This gemstone was recovered from the Valencia ruins. It was verified to be authentic by the Imperial Court. It couldn't be. A gem of balance? They say it concealed the dark power, but I never thought I'd see one in my life. Could this be what Sir Jordine is looking for? Fine. You are in charge of the Stone Chamber investigation. A fortnight. That's how long you'll have for the investigation. Good. You'll see me sooner than that. Destiny must have led you here. Never stop seeking light, even in the deepest darkness. Okay, also da ist zumindest auch was zu tun. Okay, da hinten gibt es auf jeden Fall noch jemanden. Kann auch irgendwo über die Dächer laufen. Entlaufenes Huhn. Soll ich die etwa ein... Ah, da ist die Katze. Dann kann ich ja schon mal die Quest erfüllen. Hätte ich die Hühner jetzt auch noch mitnehmen sollen. Oh, ich kann ja auch was stehlen. Na super. I'm a good vendor, aren't I? Go ahead and choose now. Ein Goldbahn. Beitrags-EP. Okay. Dann kann ich mit dir auch schon Gespräche führen. Bedingung. Interesse von Sadie dreimal nicht erwecken. Tipp. Ihr weckt vermutlich kein Interesse, wenn eure Interessenstufe niedriger ist. Momentane Freundschaft 1. Wissen Fuß des Talenbergs. Nicht im Besitz. Sadies Werkzeughandel. Okay. Also ganz ist mir noch nicht ganz klar, wie dieses ganze Quest- und Statuszeug funktioniert. Aber so langsam bekomme ich einen ersten Eindruck davon. Auf jeden Fall, dass es komplex ist. Gut, also da habe ich noch nicht genug davon. So, das heißt, ich werde jetzt mal die weiteren Personen suchen. Ah, hier gibt es noch ein zweites Stockwerk. Hier ist doch niemand. Kann ich jetzt gleich mal gucken. Muss ich die jetzt eigentlich extra ausrüsten? Oder werden die automatisch verwendet? Okay, ich muss sie ausrüsten. Und ich kann sie nicht gleichzeitig alle verwenden. Ach, die Schaufel lässt sich stapeln. Moment mal, Holzfäller-Axt. Na, da bin ich ja jetzt mal gespannt. 20 Sekunden für ein Stück Holz dann, oder wie? Okay, aber das kann ich nur sehr beschränkt machen, weil es jedes Mal eine Energie verbraucht. Und nochmal kann ich es hier jetzt ohnehin nicht anwenden. So, mit denen habe ich doch schon gesprochen. Okay. Don't worry. Aber was habe ich jetzt an Wissen bekommen? Den Sonnenschein lässt sie recht gierig. Sie wollte schon immer reich sein, also verwendet sie ihre Talente darauf, hochwertige Produkte um des Profits willen zu verkaufen. Dickicht ist überall zu finden, wie auch Büsche und Strauchwerk. Beim Sammeln Dickicht kann man Samen für den Anbau finden. Der unbarmherzige Zwerg Lafferty Bamberg ist ein Dolmetscher der vorzeitlichen Sprache. Er kennt den Alchemisten aus den Auswähler recht gut.
Wie kann ich denn eigentlich diese Dialog-Dings offen halten? Ja, ich will doch nicht die alle bloß aus dem Quest-Menü auswählen. Ich will die dann schon irgendwo finden. Also da hinten muss noch irgendwo ein Fragezeichen sein. Irgendjemand, mit dem ich noch nicht gesprochen habe. Carfo habe ich schon gesprochen. Ah, hier hinten. Ein Möbelhändler. Is this your first time in town? Take a good look around. Gut, das heißt, ich habe jetzt 5 von 11. Und da muss ich dreimal das Interesse nicht wecken. Und das dürfte mit denen aber nicht so ohne weiteres passieren. Also suchen wir erstmal noch die anderen weiter. Wenn ich die ganze Zeit einer ist nicht sicher, ob er ein lockeres Gemüt hat oder einfach nur ein Faulpelz ist. Okay, aber Möbel kann er herstellen. So, hier habe ich zumindest dann schon mal die Namen jeweils. Also da hinten sind auf jeden Fall noch mehr. Was ist das? Also das würde dieses Haus leuchten. So, und da sind jedenfalls noch drei weitere. Juwelier, alles noch viel zu teuer. Gut, die werde ich auch wieder im Markt irgendwie günstiger los. 43, 10, 20, 24, 27. Naja, das wird doch dann bald schon voller. Mofin, was hast du anzubieten? Ah, okay, du bist der für das Aussehen. Ja, Saathändler. Boah, schon 6 Stück. Lagerverwalter. Der will noch mehr. Gut, da kann ich die Wechselstube machen. 0,1% Wechselgebühr. Inventarerweiterung. Mit bestimmten Quests könnt ihr die Zahl eurer Inventarplätze. Das heißt, es ist nur so beschränkt im Moment. Okay, das ist das Lager und Transport. Es gibt keine Gegenstände, die transportiert werden können. Okay. Okay, hier sind auch ein Haufen Käfer. Kann ich jetzt zumindest mal probieren, einen davon auszunehmen. Boah, ich kann gleich alle auf einmal erledigen. Okay, aber die lassen sich nicht ausnehmen. Parasitenbiene. Okay, habe ich da jetzt Wissen bekommen? Okay. Corinne, Bofin und Makum. Ja, aber warum wird das denn ständig wiederholt? Das brauche ich doch nicht noch ein paar Mal. Ich würde jetzt eher mal interessieren, wann ich die komische Biene verstehen kann. Jawohl, Stufe C. Ein Einzelwarenhändler. Hä? Achso. Die da. Hello, need a potion? You have to look a lady in the eye when you're talking. Wissen, Terminal-Klippe nicht im Besitz. Quest Juliets Hobby bei 150. Okay, ein 20er habe ich, ein 10er. 27. 35. Also 19. 20. 24. 10 und 27. Okay, das heißt, niemand von denen interessiert sie und jetzt kann ich mit ihrem Gespräch anfangen. Oh, keine Freundschaft verdient. Dreimal Interesse erweckt, kein Interesse erweckt. 1, bisherige Gunst 18, höchste Gunst 14. Okay, jetzt einmal Interesse erwecken. Tipp, erweckt Interesse, wenn eure Interessenstufe höher ist als die mit dem Ziel. Okay, also jetzt brauche ich besonders hohe. Nach 3 Zyklen wird Interessenstufe des Gesprächs für 2 Zyklen um 4 reduziert. Okay, da hinten gibt es noch einen. Einen weiteren Talentlehrer. Commander, fight harder! What am I doing here in the boonies fighting with these little kids? Man.
Your best days are long gone, Croxus, old boy. Gone. Liar! Hey, you little bastard! Okay, Talente erlernen habe ich ja bei dem anderen Feind schon gemacht. Nicht genug Gewissen, um ein Gespräch zu beginnen. Ich kann hier vorgeschalten tatsächlich erledigen, um irgendwann den Lebensbalken von denen zu sehen. Das ist ja keine sehr spannende Ansicht. Ungezwungen mit... Ja super, was ist denn das wieder für ein Ding? Das heißt, ich muss weder Interesse wecken, noch kein Interesse wecken, oder was? Okay, dann lass uns doch mal reden. Okay, Gunst, 130, Interesse erweckt. Weitersprechen, keine Energie verbraucht, verlassen, 14, Freundschaft erhalten. Bedingung, zweimal in Folge Interesse von Lolly erwecken. Aha, einmal Interesse erwecken. Das heißt, ich bräuchte jetzt noch 100%, genauso wie sie. So, dann würde ich zweimal Interesse erwecken. Tipp erweckt Interesse von einem höher als die des Ziels ist. So, Interesse erweckt, Interesse erweckt. Das heißt, Gunst 180, höchste Gunst 49. Und das heißt, wenn ich das um 200 gesteigert habe, dann bekomme ich das, die Information. So, das heißt, hier kann ich jetzt einfach nur mit irgendjemandem auswählen. Okay, jetzt habe ich dreimal mit ihr interagiert und jetzt geht es aber nicht mehr weiter. Das ist noch ein ganz schöner Weg bis 200 dann. Interesse 30 bis 35. Ach so, und dann ist die Gunst wahrscheinlich das, was ich als Gunst gut geschoben bekomme. Das muss ich jetzt nochmal angucken. Also der bringt nur 3 bis 8. Und ich muss nur einmal Interesse wecken. Das heißt, ich könnte jetzt die auswählen, die die höchste Gunst haben. 45, 45, 50, so 34, so dann schau doch mal. Das Ding bis Helgund zumindest 131 bei Lolly erreichen. Tipp verdient Gunst, indem er Interesse weckt. Okay, also bin ich eher darauf angewiesen, dass ich tatsächlich das Interesse aktiviere und erst dann kommt die Gunst zum Tragen. Na, schauen wir mal. 1, 12, 31, 71, 131. Ja, immerhin. Das hat geklappt. 82. Tja, dann ist zu hoffen, dass die alle durchgehen. Schauen wir mal, ob es klappt. 1, 2, 3, 4. Hat geklappt. 155. Gut, das heißt, ich müsste es noch einmal hinbekommen. Was war das jetzt? Nicht genug Energie. Das heißt, das Gespräch, das was da angezeigt wird, ist 4 von 3. Heißt, ich brauche 4 Energiepunkte und habe aktuell nur noch 3 übrig. Okay, zumindest habe ich jetzt einen tieferen Einblick gewonnen, was diese Energie und die Gesprächspunkte miteinander zu tun haben. 2 fehlen mir jetzt allerdings immer noch. Und ja, nochmal schauen, wo ich die jetzt hier finden kann. Wahrscheinlich sind hier hinten noch irgendwelche. Okay, genau, also da hinten kommen noch welche. Mit denen ich dann sprechen kann. Mal gucken, ob ich sie dann jetzt alle komplett habe. Das sind andere. I am in charge of all the four-legged beasts in Novia. Okay, aber sie gehört noch dazu. Wobei mir fehlen immer noch die 2. Okay, da hinten scheinen keine. Doch, da hinten kommen auch noch welche. Kastalhof. Hard work leads to competence in the long run. Postenverwaltung. Posteninfo, Republik Calfeno. Beitragspunkte 1. Beitragspunkte investieren. Wenn ihr in einen Posten fernab der jeweiligen Postenwarts investiert, werden 10 Energie verbraucht. Okay, aber Beitragspunkte habe ich eh noch nicht. Besatzungsvorteil, Steuervorteil, Stufe 1. Give us salvation. Oh, hold on. I'm an Elionian missionary. You don't look well. Is there something I can do to help? Give us salvation. Okay.
Aber hier kann ich nichts im Endeffekt aktivieren aktuell. Okay, das heißt, mir fehlt jetzt eigentlich nur noch eine Person, die hier zum Dorf gehört, mit der ich noch nicht gesprochen habe oder die ich noch nicht kennengelernt habe. So, aber genau, jeder Ressourcenabbau kostet mich einen ganzen Energiepunkt. Okay, was brauchte ich hier jetzt? Die Spitzhacke. Ja. Okay, aber immerhin kann ich dann nach und nach auch mehr einsammeln. Das heißt, ich habe jetzt schon zwei davon bekommen. Die sind zumindest mehr wert, als die Items da sind. Aber auf jeden Fall wird das ganze Crafting und das Einsammeln deutlich durch dieses Energieding begrenzt. 3 Minuten für einen Punkt. Das heißt, ich kann nur einen Rohstoff letztlich alle 3 Minuten einsammeln. Dann ist es tatsächlich kein so schnelles Element, womit man hier viele Sachen zusammensammeln kann. Also außer natürlich die Kräuter, die ich hier ohne weitere Beschränkung einsammeln kann. Vorausgesetzt, die Sträucher spielen mit. Oh nee. Und das hat mich jetzt auch schon Energiepunkt gekostet. Okay, da gibt es eine Interaktionsfigur. Wolves aren't scary. I'm the most courageous goblin in all of Balanos. Er ist auch ein Postenverwalter. Okay. Okay, wie weit bin ich jetzt noch von den Goblins weg? Ja, hier sind ja jetzt schon genug Goblins. Dann kann ich hier gleich schon mal loslegen. So, Silber, ein Ornament und Reberschuhe. Das heißt, da kann ich jetzt die erste Ausrüstung anlegen. Ja, die schnetzeln hier einfach durch. Und dann kann ich natürlich davon nichts einsammeln. Okay, jetzt habe ich zumindest schon mal die nötige Information, damit ich deren Lebensinformation angezeigt bekomme. Okay, nach einer gewissen Zeit scheinen die anderen dann aber auszulaufen. Das heißt, dann sind da keine Sperren mehr drauf. Und ich habe jetzt die Lebensanzeige bekommen. Aber sie gilt natürlich nicht für alle, sondern für jeden Typ einzeln. Jetzt ist die mir einfach da dazwischen gekreuzt. Aber zum Glück spawnen die hier wenigstens sehr, sehr schnell neu. Wenn einem nicht irgend so ein Typ dazwischen kreuzt. Ja, mit dem freien Wochenende sind wahrscheinlich die Gebiete hier einfach schlichtweg überlaufen. Weil überall rennen hier irgendwelche Leute rum und metzeln die armen Kobolde nieder. So, jetzt fehlt mir noch ein Koboldsoldat. Jetzt habe ich sogar noch einen Zauberstab. Aber den muss ich auch erstmal noch ausrüsten, bevor er den Wirkung entfaltet. Genau, das war ja wohl der Sinn der Sache, dass ich hier entsprechend bessere Ausrüstung bekomme. Attack und Verteidigung, oder wie? So, das ist das Gleiche. Das macht dann keinen Unterschied. Und der Zauberstab. Höherer Angriffswert. So, mein Soldat fehlt noch. Von dem habe ich immer noch keine Lebensanzeige. Okay, hat geklappt. Okay, also Quest abschließen. Ja, super.
Jetzt soll ich gegen Monster kämpfen, gegen das ich sterbe, oder was? Okay. Eine Milizwaffenkiste. Also steht Kluften der Koboldsoldaten, steht Helme der Koboldplünderer und Säbel der Koboldhexer. Okay, das wird automatisch eingesammelt. Und ich habe ein neues Talent bekommen. Beziehungsweise ich kann jetzt neue Talente erlernen. Ich weiß nicht, ob die deswegen so schnell spawnen, weil die so oft erledigt werden, weil so viele Leute hier sind, oder ob das generell der Fall ist. Okay. Ja, super. Na, prima. Jetzt kann ich die Quest nicht abschließen, weil ich die Sachen nicht ausrüsten kann. Ich sie mir nicht annehmen kann. Erinnerung eines Handwerkers. Die Wiederherstellungsrate um das Vierfache bei der Wiederherstellung der maximalen Haltbarkeit. Totem der See. Alchemie. Verarbeitungsmethode. Kann ich einen groben Stein zu Pulver verarbeiten? Okay, das heißt, da kann mehr Zeug rauskommen, als ich zur Verfügung habe an Platz. Farbpaletten. Jetzt bald. So, also ich habe jetzt diese komische Waffenkiste bekommen. Tja. Na, super. Jetzt sollte ich noch mehr Zeug klauen. Okay, da sind wieder die orangen Punkte, das heißt, das sind dann die richtigen. Aber hier wird auch alles weggeschnetzelt. Oh, das heißt, die maximale Energie hat sich erhöht. Wenn die jetzt natürlich noch irgendwelches Zeug fallen lassen, dann kriege ich ein Problem, weil ich das gar nicht einstecken kann. Ja, jetzt kann ich das Hemd nicht mehr mitnehmen. Sehr schön. Okay, jetzt erstmal zurück zur Stadt, damit ich das Zeug irgendwie verkaufen kann. Ja, das mit den Wegpunkten, dann werde ich dann zurück auf die Straße gelotst, obwohl es natürlich auch querfeldein möglich ist zu laufen. So, das heißt, jedes Mal, wenn ich die... Oh! Vier Punkte... Drei Punkte verbraucht! Wahnsinn! Was ist das denn? Na super, Gutscheine. Ein ganzer Tag dauert 4 Stunden. Okay, wie kann ich die Tipps abschalten? Ah, Wissensdatenbank. So, was genau heißt es mit dem Level? Nach 2 Zyklen wird die Interessenstufe des Gesprächs für 1 Zyklus um 5 reduziert. Das heißt, ich kann mit den Leuten auch über sowas sprechen? Wie kann ich denn die Sachen jetzt hier einfach mal verkaufen? Also ich habe jetzt irgendwelches Rohmaterial. Ich will doch eigentlich nur so ein Zeug. Okay, das kann ich sowieso nicht. Aber hier, das Unkraut, das kann ich doch im Markt verkaufen. Wo werde ich das Zeug dann los? So, du bist doch ein Händler, da kann ich doch irgendwelches Zeug verscherbeln. Also das kann ich auf jeden Fall direkt verkaufen. So, das würde mehr bringen. Das kann ich direkt verkaufen, das bringt nicht mehr. Also 680 grober Stein.
Und das Zeug ist aus welchem Bereich? Herstellungsmaterial. Also werden doch hier die Sachen gar nicht angezeigt, die ich verkaufen kann. Hm, noch so ein Zauberstab. Muss ich mir jetzt nicht reparieren. Die Mechaniken irgendwie alle zu erfassen und zu bekommen, das dauert doch ziemlich lange. Vor allem, was denn die einzelnen Elemente noch zu bedeuten haben. Talente kann ich jetzt auf jeden Fall noch ein paar dazu holen. Aber dann natürlich auch die Kombos und so weiter überhaupt zu verwenden. Magischer Flink in alle Richtungen auszuweichen. Geistesstärkung, erhöhtes Wirktempo. Da kann ich dann nicht hin und her springen, das heißt, es steigert sich dann und dann kann ich den anderen Baum gar nicht verwenden. Achso, jetzt sind die Talentpunkte alle verbraucht und dann bekomme ich bald den nächsten. An sich sind es eigentlich viel zu viele Informationen, die tatsächlich eher vom Spiel ablenken, als dass man sich wirklich so ohne weiteres ins Spiel begeben kann. So, jetzt kann ich erstmal noch die Quest abschließen. Ja. So, Steinturm der Stahlkobolde. Dangerous. Man nennt die Quest das Oberhaupt von Belian. So, die nächste Milizkiste. Zumindest mal ein stärkerer Dolch. So, genau, dem Lagerverwalter muss ich das Ding bringen. Lasterinventurgegenstände. Die Silbermünzen wiegen auch was. Deswegen tauscht man die dann ein. Und eine Traglasterweiterung, natürlich. Ja, jetzt soll ich wieder den ganzen Umweg laufen, statt einfach da durchzurennen. Ja, jetzt bin ich wieder im Kampfgebiet. Und da hinten leuchtet die Säule, wo ich hin muss. So spannend ist das alles so nicht. Ich führe doch im Moment gar keine Tätigkeit aus. Okay, jetzt habe ich einen 40 Sekunden Speedbuff aktiv. Hey, da ist jemand. This is Balanos, Western Gateway. The node here can be connected from Western Guard Camp. Auch wieder eine neue Verwaltung. Und hier gibt es die erste wiederholbare Quest. Captain Cliff is the hero of Heidel. Not a single one of us has lost our pride. Rumor has it, trees are moving deep within the forest to the south. Die Maschobahn ist spät dran, schon wieder. Okay. It's really hard to get a good sleep at night due to the incessant imp raids. If you happen to run into an aggressive bear while walking through the forest, run away. They're really dangerous. This is Western Camp. Princess Jarette is here. Okay, das andere sind Dialogbausteine. Und das kann ich hier erstmal wieder nicht durchfragen. You must never forget to maintain your equipment properly. Where are you from? You an outsider? I'm Luke from Velia. It's a pleasure to meet you. 5 Energie nötig. Interested in trading? I always welcome traders. Are you here to meet Captain Cliff? We all have faith in the captain.
The number of injured soldiers is steadily increasing. The imp captain Rednose is the cause of all this trouble. Defense is survival. You should invest in armor. Schwarzstein extrahieren. Oder Kristallextraktion. Ja, das sind auch wieder Bausteine, die ich jetzt aktuell noch nicht nutzen kann. You must be an adventurer. Do you need a weapon? Ja, dann wäre es schöner, wenn die Map einfach ein bisschen größer wäre. Do you need some potions? The number of injured soldiers is increasing every day. I have a lot to do. Be careful out there, adventurer. You can make jerky by drying wolf meat. Jerky can be eaten as a substitute for recovery potions. The tree spirits have become violent. You must be especially wary of large spirits. Übungslundenschloss. Aha. Eine Waffe. Also ich weiß immer noch nicht genau, was ich mit diesen Dingern machen kann. Also malen kann ich das Ding. So wird das nichts. Okay. Ja, wie breche ich die jetzt ab? Okay, weglaufen. Ordinary men always obsess. Okay, schon wieder ein Talent mehr. To stay alive, you must learn the appropriate skills. Okay, Geistesstärkung. Was bedeuten die anderen Pfeile? Na dann, zeig mal. Okay, ungezwungen ist egal. 100%. Das heißt, wenn ich weiterspreche, kriege ich halt mehr Freundschaftspunkte, ohne dass es mich zusätzliche Energie kostet. Von Arno viermal nicht erwecken. Na, das wird schwierig werden. Ich kenne dafür nicht genug Leute. So, dann habe ich, wenn ich es jetzt abbreche, gar keine bekommen. Ja, super. Rand Chamberlain Jordine can't be trusted. Trust me. He told me there's another imp captain. Tiny Nose told me. Where is he? A cave. The imp cave. The search party? On standby. So it's in the northeast. You will go with him. Yes. If there's two imp leaders, this won't be easy. I am Captain Cliff, commander of the Western Guard camp. Grand Chamberlain Jordine can't be trusted. Everyone's following this old captain. I will protect them with my life. It seems that an imp named Red Nose is making trouble around here. Can't be trusted. Grand Chamberlain Jordine 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 can't be trusted. Okay, das heißt, da ist nicht überall Wasser, sondern es ist tatsächlich dann noch weiter der Kontinent. Grand Chamberlain Jordine can't be trusted. Grand Chamberlain Jordine can't be trusted. Grand Chamberlain Jordine can't be trusted. Princess Jared is here. Please mind your manners. Das heißt, darüber habe ich jetzt eine besondere Information bekommen. Bei denen müssen schon 6 ausgewählt werden. Genau, das heißt neues Wissen über Jeanette.
Das sind die Personen, die ich bisher getroffen habe, wieder. Der hat der andere jetzt auch was Neues mit mir zu teilen gehabt, der vorher nicht mit mir sprechen wollte. Der da. You must never forget to maintain your equipment properly. The wolves and imps are causing such problems these days. I'm worried about my parents on the farm. Wo ist denn jetzt hier jemand, mit dem ich sprechen soll? Habe ich mit dem vorher nicht ausreichend gesprochen, oder was? Zumindest habe ich jetzt hier auch wieder alle Leute getroffen. This tastes weird. Do you expect me to eat this garbage? Princess, this isn't Heidel, you know. I don't want to hear it. Let's just finish here and go home. Think you're going to scrounge a bit of gold following me around? I knew this would happen. So, you don't want to get paid, huh? Sir Jordine said he would come for me soon. This place truly is the middle of nowhere. It really doesn't suit me. I just want to get this done and return to the castle. Ja, so richtig dynamisch wird es einfach nicht. Jetzt habe ich zwar zumindest wieder Anschluss an die Quest gefunden, die ich in dem anderen Dorf da. Das heißt, das bringt mich über den halben Kontinent da. Oder ich weiß ja gar nicht, wie groß das Ganze überhaupt ist. Was auf jeden Fall deutlich wird, so eine richtige Forscher- und Sammellust kommt irgendwie bei den Strukturen nicht so richtig auf. Na klar, ich werde von dem einen zum anderen geschickt und irgendwie, aber durch die Dialogboxen und so weiter ist es irgendwie, da kommt nicht so ein richtiger Kontakt zustande. Vor allem, dass das alles da unten am Bildschirmrand irgendwie abläuft. Ja, jetzt werde ich ja sogar durch irgendwelche Steinkammern durchgelotst. In der Hinsicht ist mit dem Autolaufen also wirklich nicht sehr optimal. Aber natürlich ist es bequem und ich muss da nicht allzu viel machen, aber dadurch kommt auch keine Verbindung mit dem Spiel wirklich richtig zustande. The past doesn't tell us anything about the future. Is a phenomenal discovery of the story carved in the murals true? Okay, das heißt, eben mit Energiepunkten kann ich dann auch hier weitere Informationen freischalten. Wisdom of the ancients never ceases to amaze me. Aber letztlich, außer dass hier irgendwelche Wissensinformationen dann erfüllt werden und ich hier halt hier nochmal einen kurzen Dialog bekomme, ist mir nicht wirklich klar, wozu diese ganzen Sachen wirklich dienen sollen. The wisdom of the ancients never ceases to amaze me. Und letztlich ist es dann hier irgendwo in dem Wissensdialog drin, wo natürlich hier noch einiges darauf wartet, erkundet zu werden. Zumindest kann ich ja nachvollziehen, dass es hier irgendwie in diesen ganzen Elementen dann auch irgendwelche Boni gibt. Energie erhöhen um 2/2 erhalten. Das heißt, die Interaktionsenergie, die ich benötige, um letztlich diese ganzen Dialoge zu führen, die werden dadurch aber auch erhöht. Das heißt, ich kann mehr Energie ansparen nach und nach. Das heißt, wenn ich dann irgendwie offline bin, wird die hoffentlich auch regeneriert. Das heißt, das ganze Wissen sammeln ist dann irgendwie wieder Eigenzweck, um die Energie, mit der ich das Wissen sammeln kann. Ja gut, die Energie kann ich ja dann auch wieder verwenden, um Ressourcen abzubauen. Das heißt, Energie in die Gespräche zu investieren, um dann mit der Energie, die ich dadurch bekomme, dann weitere Energie zu haben, um mehr Ressourcen abzubauen. Ja, hier ist so das Kreaturen sammeln. Da fehlen mir noch zwei. Die Frage ist halt nur, wann diese Buchstaben auch wechseln. Das heißt, ist es nur die Anzahl oder muss ich irgendwie einen besonderen Tick gemacht haben, dass ich dann einen höheren Wert bekommen habe? Und ob das dann irgendeinen Unterschied macht? Weil wahrscheinlich ist das an der Stelle für das Energiesammeln egal, sondern dann halt nur, dass ich halt für den Kampf wahrscheinlich irgendwelche Vorteile bekomme. Achso, beziehungsweise die haben sich, glaube ich, noch unterschieden dann. Wo war jetzt das? Okay, Topografie. Das hat keine Bewertung drin. Ja, genau. Ökologie, Kobolde.
nach 2 Zyklen wird Interessenstufe des Gesprächs um 4 Zyklen reduziert. Hat das jetzt mit der Bewertung zu tun? Hier ist was bei B. Keine Ahnung, ob die Bewertungen Einfluss darauf haben, wie hoch diese Werte da ausfallen. Naja, sprechen wir mal noch mit ihm. Destiny must have led you here. Never stop seeking light, even in the deepest darkness. Experience will gradually reveal the way. Okay, das heißt, jetzt komme ich zu diesem Extraktionspunkt. Remember, friend, I'm Eden. So, bei der anderen gab es doch auch noch eine Interaktionsmöglichkeit. So, das heißt, damit kann ich jetzt auch wieder Informationen aktivieren. So. Vorzeitige Verteidigungswaffen. Und Edan versucht vorzeitige Artefakte. Die Energie dieses Artefakts ausschaut, scheint sehr ähnlich zu sein, wie der Schwarzgeist von sich gibt. Eden, look at this. Is something wrong with the artifact? Could it somehow be your presence? You, though it's weak, you are possessed with dark energy. It still hasn't awakened. Hey, tell us anything at all you can remember about the black energy. You must rid yourself of all those hallucinations. Eden, stop. He seems unstable. One step too late. It seems the black energy has destroyed your memory. We better report this to the shrine. Okay, das heißt, dieser Rahmen um diesen Schatten, das heißt, ich habe irgendwas mit diesem Ritual zu tun oder so. Never stop seeking light, even in the deepest darkness. Experience will gradually reveal the way. Remember, friend, I'm Eden. Okay, erlangt Wissen über die Wandmalerei. Okay, eine hatte ich mir schon angeschaut. Das heißt, ich soll jetzt die anderen Wandmalereien noch anschauen. Dina was able to return from the deed.
Okay, also anscheinend ist das Ganze tatsächlich so die Einführungsquest, mit der ich in die Geschichte oder die Hintergründe, warum ich jetzt hier bin und was ich hier eigentlich zu tun habe, ja, erklärt wird. Destiny must have led you here. Never stop seeking light, even in the deepest darkness. Okay, da ist der Geist wieder. Verstärkung, Einfassen, Verbesserung, Anleitung. Okay, das heißt, dass das Verbessern, wofür ich ja schon ein paar Steine bekommen hatte. Verstärkung. Okay, das heißt, ich kann den Gegenstand plus dann jetzt tatsächlich die Schwarzsteine da reintun. Mit mir ist immer etwas los. Schwarzgeist stolz auf eure Fortschritte und möchte euch ein Geschenk überreichen. Nehmt das Geschenk vom Schwarzgeist entgegen. Ah, Inventarerweiterung. Meine erste Inventarerweiterung dabei. So, die erste Verstärkung. Plus 1. Das heißt, wenn ich das für Ausrüstung mache, dann bekomme ich da Slotplätze. Also Kristalle habe ich ja jetzt eh noch nicht, um die da einzufassen. Und Verbesserungssteine habe ich ja offensichtlich auch noch nicht. Der kann nicht verstärkt werden. Doch. Nee. Wieso kann das Ding nicht verstärkt werden? Achso, weil der Schwarzstein nur für Waffen ist, deswegen. Sieht die Baumgeister, empfohlene Stufe 13. Naja, gucken wir mal weiter. Ich habe eine Waffe und eine Ausrüstung, die ich noch nicht wieder ausgerüstet habe. So, immerhin zwei neue Plätze, ohne dass ich dafür diese komischen Perlen ausgeben muss. Okay, das sind die Gebiete für die Riesen, deswegen sind mir auch mehrere dann markiert. Aber ich werde dann jetzt an der Stelle wirklich erstmal aufhören. Mal sehen, ob ich dann am Wochenende noch Zeit habe, wirklich noch mal in das Spiel reinzuschauen und ein bisschen weiter zu gucken. Auf jeden Fall soweit der erste Blick ins Spiel, nachdem jetzt ein Free-to-Play-Wochenende dafür bei Steam läuft. Und mal sehen, ob ich das Spiel dann noch mal ausprobiere. Also, soweit mal wieder von angeschaut und ausprobiert und bis zum nächsten Mal. Tschüss!